Auf Wiedersehen, sage ich noch nicht. Ich fange ja erst an. Aber ich habe ja hier und da schon mal so Gedanken ausgetauscht, Quatsch, hinterlassen. Wenn ich mal davon scheide, ich habe jetzt von einer neuen Idee gehört, wenn ich also dahingeschieden bin und es sollte eine wie auch immer geartete Beisetzung geben, dann würde ich mir wünschen, dass vorher ein Freund von mir mein Telefon bekommt, vor allen Dingen mit meiner SIM-Karte. Und wenn die Beisetzung vorbei ist, dann schickt er allen Leuten, die da waren, eine SMS, und wo drin steht, vielen Dank für dein Kommen. Gut, fast noch besser wie dieses Maisessen vom oder als letzte Mahlzeit Mais zu essen, wenn man weiß, man wird verbrannt. Ist noch besser. Als Sören nach Hause kam, fragte er gleich in der Tür nach Grete. Marianne sah ihn einfältig an. Grete? Was war das für ein Unsinn? Es war ja allerdings ihr freier Sonntag, sagte sie. Aber das Kind kam ja nie von nachmittags nach Hause. Na, ich fand ja auch gleich, dass es so schnurrig war, sagte Sören und erzählte nun, dass der Pfarrer nach ihr gefragt habe und förmlich erstaunt darüber gewesen sei, dass man sie nichts von, dass man nichts von ihr gesehen hatte. Marianne meinte, der Pfarrer habe sich natürlich geirrt. Er habe am Ende gedacht, dass er Abendgottesdienst abgehalten hätte. Ja, so wird's wohl sein, sagte Sören. Na, dann wollen wir mal in Gottes Namen einen Happen essen. Nach der Mahlzeit gönnte sich Sören eine kurze Ruhe. Dann tranken sie wieder Kaffee und als Marianne in der Küche fertig geworden war und sich ein wenig zurechtgemacht hatte, begann die gewöhnliche Hausandacht, die zum Sonntag gehörte. Mit einstudierter Feierlichkeit nahm Sören am Tischende Platz, verschiedene aufgeschlagene Bücher vor sich, die Bibel, das Gesangbuch und Mallings Predigtensammlung. Marianne setzte sich mit einem Strickstrumpf auf die Bank unter den Fenstern. Sören Konstedt war keineswegs ein Scheinheiliger. Seine Frömmigkeit war ernsthaft gemeint und durchaus aufrichtig. Aber in aller Unschuld empfand der kleine Mann eine eitle Freude darüber, der Verkünder des heiligen Wortes in seinem Hause zu sein. Deshalb war er nun auch ein wenig unzufrieden damit, dass Grete noch nicht gekommen war. Es war ein wenig dürftig, keine anderen Zuhörer als Marianne zu haben. In alten Zeiten, als alle Kinder zu Hause waren und die Stube füllten, hatte er sich weit mehr erbaut gefühlt. Er strich sich mit der Hand über sein rasiertes Kinn und begann den Text des Sonntags aus dem Gesangbuch zu verlesen. Er bediente sich hierbei eines salbungsvollen, schleppenden Kanzeltones. Eine Anleihe von dem vorhergehenden Pfarrer des Kirchspiels, der überhaupt sein bewundertes Vorbild als Verkünder gewesen war. Seine dicken Brauen zogen sich während des Lesens ununterbrochen auf und nieder, und nach jedem Punkt um schloss er die Augen auf Hühnerweise mit einem stummen Amen. Zuweilen konnte er freilich auch ganz aus seiner Rolle fallen, zum Beispiel, wenn er sich die Nase mit den Fingern schneuzte oder eine unvorschriftsmäßige Pause machte, um sich von einem Aufstoßen zu befreien. Aber dergleichen Unterbrechungen störten die Andacht nicht, weder für ihn selber noch für Marianne. Schweige denn für die Katze, die oben auf dem Fensterbrett zwischen den Blumentöpfen saß und sich sonnte und die mit ihrem verschlossenen Gesicht voll Aufmerksamkeit zu lauschen schien. Sören legte das Buch hin und faltete die Hände, um ein Gebet zu sprechen. Im selben Augenblick ertönten draußen Schritte. Marianne wandte sich nach dem Fenster und sah, dass es der Pfarrer war. »Gott bewahre uns«, rief sie aus, »ist Grete was passiert?« Der Pfarrer war ein kleiner, schwarzhaariger Mann mit einem Gesicht, das nichts als Bart und Brille war. Er blieb in der Tür stehen, die Hand auf der Klinke und sah sich mit einem unruhigen und suchenden Blick um. »Ist Grete nicht hier?«, fragte er mit leiser Stimme. Sören war aufgestanden. »Nein, sie ist nicht gekommen«, sagte er, ohne seine Angst merken zu lassen. »Wollen der Pastor sich setzen?« Es ward einen Augenblick still im Zimmer. Der Pfarrer ging auf einen Stuhl zu und setzte sich schwerfällig hin. Jetzt musste also alles erzählt werden. Es war nicht leicht für ihn, es zu sagen.
Er war selbst so ergriffen, dass es ihm schwer wurde, sich zu einem geordneten Bericht zu sammeln. Auch wusste er nur, was er aus dem Knecht herausgebracht hatte, der ihn als Gretes Bräutigam bezeichnet worden war. Nils Halt war am gleichen Morgen nach dem Pfarrhof beschieden worden. Er hatte ihr Stelldichein eingestanden und auf glaubwürdige Weise erzählt, dass sie sich um Mitternacht in bestem Einvernehmen getrennt hatten. Es sei daher nach allem zu urteilen, allein die Entdeckung und die Furcht vor den Folgen, die ihr Verschwinden veranlasst habe. Er suchte, so gut er konnte, die beiden Alten zu trösten und die Unglücksbotschaft ohne ein Wort hingenommen hatten. Er sagte, Grete habe möglicherweise bei irgendeiner Freundin Zuflucht gesucht. Wie verkehrt sie sich benommen habe, so sei ja das Versehen doch nicht derartig, dass man es der Jugend nicht verzeihen könne. Das wisse Grete auch sehr wohl. Wenn die erste Angst sich gelegt hat, wird sie hoffentlich zur Besinnung kommen, sagte er und meinte hiermit das Nachdenken und die Vernunft, auf die ihr Vertrauten in Augenblicken der Angst und der Reue zu setzen, er den Leuten im Allgemeinen nicht zu empfehlen pflegte. Die alten Eltern hörten ihm gar nicht mehr zu. Schweigend und gleichsam ausgelöscht saßen sie da und starrten. Erst als der Pfarrer aufstand, um zu gehen, überkam sie die Unruhe von neuem. Sören sagte, »Wollen der Pastor nicht einen Schluck Bier haben? Marianne, lauf doch hin und hol!« Aber der Pfarrer lehnte dankend das Anerbieten ab. Er drückte ihnen herzlich die Hand und sagte, er würde sich bald wieder nach ihnen umsehen, dann entfernte er sich eiligst. Weitere Hoffnung, Grete am Leben zu finden, hatte er in Wirklichkeit nicht. Es war dies einer der Punkte, über die sich zu verwundern er in seiner Eigenschaft als Seelsorger beständig Gelegenheit hatte, nämlich dass die Menschen dem Tode gegenüber so geringe Widerstandskraft besaßen. Er verstand das nicht. Gerade in dem scheinbar so frischen, lebensfrohen dänischen Volk, dessen tägliches Leben so ruhig verlief, gehörten die Selbstmorde sozusagen zur Tagesordnung. Hier war ein Seelenrätsel, das er oftmals vergebens zu ergründen bemüht gewesen. Selbst hier in seinem eigenen freundlichen und fruchtbaren Kirchspiel, wo niemand in irdischem Sinne Not litt, ja, wo die meisten im Überfluss saßen, selbst hier gab es nicht viele Häuser, in denen sich nicht irgendwo auf dem Boden oder in irgendeinem Wirtschaftsraum eine dunkle Ecke fand, um die Bewohner am liebsten einen Umweg machten, weil sie eine blutige Erinnerung barg. So zum Beispiel neulich noch mit dem Schmied Jesper. Ein strebsamer, allgemein geachteter Mann, noch verhältnismäßig jung, den Gott eben erst von einer unglücklichen Ehe erlöst hatte. Plötzlich geht er hin und entleibt sich auf die unheimlichste Weise in seinem Holzschuppen. Warum? Niemand verstand es. Er blieb einen Augenblick oben auf dem Gipfel des Hügels stehen und sah wehmütig über das Land hinaus. Es war Abend geworden. Im Osten und im Westen ertönte von seinen beiden Kirchen herab die Vesperglocke. Unter munteren Zurufen wurde das Vieh von der Wiese heraufgetrieben. Welch ein Friede, dachte er, welch ruhiges Glück. Da drüben auf dem hohen reichen Gehöft, dessen zahlreiche Fenster wie eine Reihe blanker Goldmünzen schimmerten, lebte seit vielen Jahren das glücklichste Ehepaar. Sie waren munter und gesund und hatten viele Kinder, die alle gut geraten waren. Da befiel die Frau plötzlich eine tiefe Schwermut und eines Abends ging sie in den Milchkeller hinab und schnitt sich den Hals mit einem Brotmesser durch. Und aus welchem Grunde? Niemand verstand es. Nach des Pfarrers Heimkehr wurden sogleich Leute ausgesandt, um nach Grete zu forschen. Man durchsuchte noch am selben Abend sämtliche Mergelgruben und andere Wasserlöcher in der Nähe des Dorfes mit Brandhaken. Am folgenden Morgen wurden die Nachforschungen fortgesetzt und da fand man in der Nähe des Hauses ihrer Eltern ein geblümtes Kopftuch, das sich als das ihre erwies. Es hing zwischen dem Röhricht am Rande des Sees, als sei es dort bei einer hastigen Flucht hängen geblieben und zurückgelassen. Jetzt fand man auch den Abdruck ihrer Schuhe in den lehmigen Schlamm. Man konnte diese Spuren über die Felder nach beiden Seiten hin verfolgen und es war klar, dass sie lange das Haus umkreist und dass sie einen Schlupfwinkel in der Nähe der Waschbrücke gehabt hatte, wo das Röhricht auf einer größeren Strecke ganz niedergetreten war. Der See wurde gründlich durchsucht und Gretes Bräutigam leitete selbst die Arbeit. Der große, starke Bursche weinte wie ein Kind. Er war ganz untröstlich und sprach fortwährend davon, dass er Grete folgen wolle. In der kleinen Häuslerstube war er den ganzen Tag
ein Ein- und Auslaufen von Bekannten, die kamen, um ihre Anteilnahme zu beweisen und ihre Hilfe bei den Nachforschungen anzubieten. Einige kamen auch schlecht und recht aus Neugier oder weil sie dachten, dass bei einer solchen Gelegenheit doch etwas abfallen müsste. Trotz ihres Kummers und ihrer Scham vergaßen Sören und Marianne auch nicht, was der Anstand erforderte. Die Kaffeekanne und die Tabakstüte kamen nicht vom Tisch. Sören war schweigsam und verlegen, während Marianne so sonderbar umherschwankte, fast wie eine Betrunkene. Indessen kam ein umherwandernder Wollhändler ins Dorf und erzählte, dass noch am Morgen ein wahnsinniges Mädchen drüben im benachbarten Kirchspiel gesehen worden sei. Zuerst hatten ein paar Aalfischer sie des Nachts im Mondschein erblickt, während sie am Bach entlang streifte. Als sie sich ihr aber näherten, war sie entflohen. Später hatte ein Mann einen Schimmer von ihr drüben in den Wäldern gesehen, wo sie verwirrt und mit aufgelöstem Haar umhergelaufen war, als werde sie verfolgt. Es wurde sofort eine Mannschaft nach dem benachbarten Kirchspiel hin übersandt und man stellte nun eine geordnete Jagd auf alle Hecken und Gestrüppe an. Aber auch dieser Tag verlief trotzdem ohne Ergebnis. Erst am nächsten Vormittag fand man Gretes Leiche in einem kleinen See tief drinnen im Wald. Sie lag dort in seichtem Wasser und hatte die Schürze über das Gesicht geworfen, ehe sie sich hineingestürzt hatte. Bei dem Begräbnis einige Tage darauf hielt der Pfarrer eine Rede, die einen starken Eindruck auf das ganze große Gefolge machte. Er war selber tief bewegt und sprach wie immer milde und liebevoll. Wie er selber sagte, er gehörte nicht zu diesen finsteren Verdammnispredigern, die in jeden Sünders Grabe den Absturz zur Hölle sehen. Er nannte überhaupt nicht oft diese Märterstätte, die man nun auch nicht mehr mit Erfolg eines modernen, aufgeklärten Gemeinde gegenüber anwenden konnte. Dahingegen sprach er viel vom Gewissen und von dem entsetzlichen Grauen des Sündenbewusstseins. Mit schonender Anspielung auf die letzten Leidenstage des unglücklichen Mädchens suchte er seinen Zuhörern die Hölle zu vergegenwärtigen, die sich die Menschen in ihren eigenen Herzen schaffen, durch Ungehorsam gegen die göttlichen Gesetze, gegen die innere Stimme, die Gottes eigene, mahnende Stimme sei und die allein uns vor Verirrung schützen könnte.